Was sagen denn die News so? Bitte was? Ja, Steven? René? Was ist los? Conny wurde ermordet. Bitte was? Du willst mich doch verarschen. Mann, doch! Ich schwör's dir, ich hab's gerade in den Nachrichten gelesen. Warte, ich schick dir kurz den Link. Ach du Scheiße. Das ist Conny, Mann. Die Polizei fahndet schon. Conny wurde ermordet. Das kann gar nicht sein. Das kann eigentlich nur eine aus der Community sein. Die vertraut doch keiner Sau außer uns. René, wir müssen rauskriegen, wer sie umgebracht hat. Ich stell dich mal kurz auf laut. Moment. Irgendwie müssen wir das Rätsel lösen. Hör mal. Bei Conny, ich war letztens noch bei ihr drauf. Warte. Es fällt ihr auf, vor circa 3 Monaten. Sie ist schwarz-weiß. Die Thumbnail ist schwarz-weiß. Wer benutzt bei uns in der Community immer schwarz-weiße Thumbnails? MTC, oder? Ja, natürlich! MTC! Mann, René, er! Glasklare Nummer. Er hat Conny umgebracht. Definitiv. Es gibt gar keinen Zweifel. Nein, Moment, 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 Moment. Jetzt ganz ruhig. Wir müssen jetzt zusammen nochmal alles durchgehen. Sonst haben wir da keinen Überblick. Also wir haben jetzt schon mal den Hinweis schwarz-weiß. Das gibt uns ja dann Hinweis auf den MTC. Aber der hat vor 3 bis 4 Monaten aufgehört mit den schwarz-weißen Sams. Der ist von keiner Farbe zu mehrfarbig gewechselt. Das bedeutet, er benutzt jetzt viele Farben. Und viele Farben sind 2 Wörter. Wenn wir das Ganze übersetzen ins Griechische, erhalten wir Polachromata. Was fällt uns bei diesen Wörtern auf? Genau, richtig, Chromata. Das ist der Hinweis auf Chroma Keying. Denn das ist in der Let's Player-Welt ganz oft vertreten. Hier wird ein sogenannter Greenscreen benutzt, um den Hintergrund auszuschneiden. Die Farbe Grün wird hier verwendet. Lautsch mal was. Definitiv. Ja, Moment, Steven. Chroma Keying gilt für alle Let's Player, aber wenn ich mir die Facebook-Gruppe YouTube-Wiki anschaue, sehe ich oft Posts von Lautschmar. Das bedeutet, Lautschmar postet ganz viele Let's Plays mit einem Greenscreen-Hintergrund. Ein Zufall? Ich glaube nicht. Was steht also hinter dem Wort Greenscreen? Green? Richtig, das Wort Green. Green bedeutet zu Deutsch grün. Und wer ist oft im Grün? Der Wizard. Wenn wir jetzt den ersten Teil seines Namens nehmen und bei Google eingeben, erhalten wir die Stadt Kärnten. Das ist eine Region in den Ostalpen. Das ist auch die Region, wo der höchste Berg in Österreich ist. Das bedeutet, Österreich hat viele Berge. Und wo haben wir in der letzten Zeit viele Berge gesehen? Bei den Ottern, Ottawa. Richtig, auf den Urlaubsfotos von Ottawa. Ein Zufall? Ich denke nicht. Wer soll es denn jetzt gewesen sein? Wir haben die Otter als Verdächtige, wir haben Markus als Verdächtigen, wir haben MTC als Verdächtigen. Es könnte jeder gewesen sein. Wir müssen nochmal alle Hinweise durchgehen. Also Ottawa war im Urlaub, dann The Green Spirit und dann bin ich in Urlaub gefahren. 3 Leute aus der Community. Was haben diese 3 Pärchen gemeinsam? Naja, es sind Pärchen. Genau, es sind 3 Pärchen aus der Community. Doch nur eines ist geflogen. The Green Spirit. Aber warum flogen sie? Genau, weil sie auf der Flucht waren und das Auto langsamer ist. Also ein Auto fährt im Durchschnitt 150 Kilometer pro Stunde auf der Autobahn. Somit schafft man in der Stunde nur 150 Kilometer. Ein Flugzeug erreicht aber eine Geschwindigkeit von bis zu 650 Kilometer pro Stunde. Also schafft man mit dem Flugzeug 650 Kilometer in einer Stunde. Das ist mehr als das Vielfache des Autos. Stimmt! Also merken wir uns schon mal die Flucht mit dem Flugzeug. Wenn wir jetzt noch auf den Verlauf vom Wizard gehen, dann sehen wir, dass er vor der Pause bis nach der Pause 6 Monate Zeitspanne hatte. Also merken wir uns in dem Fall hier schon mal die Zahl 6. Ja, du hast recht. Nehmen wir nun die Zahl 6, können wir die Zahl mit dem Wort Spirit vergleichen. Es hat auch 6 Buchstaben. Denken wir nun an Lautschmer und den Greenscreen, erkennen wir das Wort Green. Dieses ist im Kanalname The Green Spirit enthalten. Das ist der unschlagbare Beweis. The Green Spirit sind die Mörder. Moment. Was ist denn mit dem The? Ich meine, so könnte es jeder grüne Spirit gewesen sein. Du hast recht, Steven. Wir müssen doch mal alle Hinweise durchgehen. Also, Ottawa war in Österreich. Österreich hat viele Berge. Andy hatte mit Finn von Ottawa Streit. Hier gab es sogar einen Diss-Track. Der Diss-Track wurde als Rockversion hochgeladen. Rock ist ein englisches Wort. Zu Deutsch blöd ist Stein. Auf einem Berg gibt es Steine. Steine sind grau und ohne große Farben. Genau wie die Thumbnails von Empty. Schaut man sich das Wort Empty genau an, dann erkennt man das englische Wort Empty. Dieses steht für leer. Schauen wir unsere ganzen Hinweise noch einmal an und halten nach etwas leerem Ausschau. Dann sehen wir den Umkreis der Leiche. Er ist leer. Doch halt, auf dem Bild gibt es 3 Stöckchen.
Die drei Stöckchen symbolisieren die Zahl 3. Die meisten Straßenschilder haben 3 Kanten. Eine Kante ist scharf. The Green Spirit hat ein Video hochgeladen mit dem Titel Herausforderung angenommen. Bei 5 Minuten und 10 Sekunden sagen beide das Wort scharf. Schaut man jetzt auf das Upload-Datum, sieht man, dass es am 23.03.2018 hochgeladen wurde. Wenn wir nun die Quersumme daraus, erhalten wir 19. Schauen wir uns jetzt den Todestag von Conny an. Dann lesen wir den 7.10.2018. Die Quersumme ergibt ebenfalls 19. Und das ist der unschlagbare Beweis, dass The Green Spirit Conny ermordet haben. Ach du Scheiße! Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Moment. Meine blöden Haare. Richtig, die Farbe grün. Falsch. Nicht der Farbe grün. Das stimmt! Du hast recht! Oh mein Gott, das ist der unbelegbare Beweis dafür, dass ich Conny umgebracht habe! Bei Google eingeben erhalten wir die Stadt Kärnten. Das ist eine Region in Osteuropa. Ich muss mal kurz den letzten Absatz nochmal lesen. So, Steven, wir müssen die Hinweise nochmal genau durchgehen. Also, Oh mein Gott! Entschuldigung, bitte rausschneiden.